Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part hier bei New Super Mario Brothers 2. Wir sind in der fünften Welt. Im letzten Part haben wir vieles rausgefunden. Ein paar tolle versteckte Dinge, Secret Exits. Und ich sag mal, lasst es euch auf keinen Fall entgehen. Da ist sehr, sehr viel Überraschung drin gewesen. Die habe ich selbst nicht gerechnet. Also, eine tolle Sache. Was haben wir hier? Okay, also rechts ist es... Oh! Zum Glück nicht getroffen worden. Hier geht es anscheinend nicht nach rechts, sondern nach unten. Das ist auch mal was Tolles. Okay. So ein Ding kenne ich noch. Ich weiß nicht mehr von woher. Mario-Spiel ist klar, aber aus welchem Titel? Ah, bei Yoshi's Island oder so, wie das hieß auf dem Super Nintendo. Da gab's sowas. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Okay. Hier geht's nochmal nach unten. Da braucht man eine Hey, der kann Feuer speien? Das ist mir auch irgendwie neu. Trotzdem zielen tut er. Als ob er keinen Aimbot an hätte. Ah, okay. Jetzt kann ich hier rüber. Dann kommt auch nicht viel. Da spart sich eine Stelle. Wir haben die erste Starcoin gefunden. Das ist mal toll, nicht die zweite. Geht's hier nach oben vielleicht? Okay, auf den Gumba aufpassen. Mal sehen, was erwartet uns? Es erwartet uns wirklich etwas. Ah, okay. Es gab hier oben noch etwas. Mal schauen, ob ich noch höher fliegen kann. Ich denke mal nicht. Nein, keine Chance. Also holen wir uns die Feuerblume und schauen, was da rauskommt für uns. Ein Maxi-Pilz. Yeah. Hoho. Was muss ich hier jetzt tun? Hängt die zweite Starcoin mit dem zusammen? Ich werde einfach durchrushen, was geht. Und der räumt auch wirklich alles nieder. Und es ist... Oh, das ist die dritte Starcoin. Ah, wo ist die zweite? Hätte ich da irgendwo eine Stampfattacke oder so ausführen müssen? Hier unten wird sie ja wohl kaum sein. Aber es sind Münzen. Okay. Shit. Shit. Er hat den... Tanuki nicht drin gehalten, sondern die Feuerblume, das heißt, ich muss jetzt es ziehen. Oh nein! Schade. Wir werden gleich nochmal in das Level reingehen. Und uns die zweite Sternmünze schnappen. Haha, jetzt hole ich mir aber gleich die Feuerblume. Hier glaube ich war eh ein Power-Up drin. Jawohl, und gleich noch eine Blume. Ich kann ja jetzt... Warte mal, war der nicht oben schon? Ich könnte hier runterspringen, da ganz oben. Das wäre interessant. Jawohl, ein Treffer, zwei. Und down. Wo geht's hier hin? Okay, wieder hierher. Ich werde diesmal nicht den Maxi-Pilz nehmen, in der Hoffnung, dass hier eine Röhre irgendwo zur zweiten Starcoin geht. Ansonsten vermute ich, dass ich irgendein Rohr runterstampfen muss. Ah, doch, die feuerspeienden Piranhas hat es früher auch gegeben. Und zwar kann ich mich noch erinnern, Super Mario Brothers 3 auf dem Super Nintendo in Welt 7. Da waren die sehr, sehr verbreitet. Ja, toll. Also die Feuerblume fast schon hier Pflicht, um wirklich ohne Probleme hier voranzukommen. Sonst kann einem die... Hier ist ein grünes Rohr, das wird wahrscheinlich runtergehen. Jawohl, und so ist es. Oder nach oben wollte ich gerade sagen, aber es ist nach unten. Gut, ein Trampolin. Hm.
Okay, brauche ich aber nur für die Star Coin hier, nicht um diesen Piranha fertig zu machen. Der kann also am Leben bleiben. Oh, das Timing muss passen. Alles klar. Jawohl, wir haben sie bekommen. So. Trampolin weg, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt können wir beruhigt in den nächsten Level voranschreiten. Ah, oh, der Maxi-Pilz ist echt hier eine coole Sache. Denn hier kann man wirklich voll durchrushen. Gut, geschafft ist es. Ein toller Level, bringt Abwechslung rein, den hat es vorher noch nicht gegeben und wir kommen wirklich nicht zum Toadhaus rauf. Sollen wir es probieren oder soll ich es offscreen? Ich werde es, glaube ich, besser offscreen spielen. Also ich habe, glaube ich, eh schon mal gefragt, ob ihr es lieber habt, wenn ich ein bisschen rätseln darf. Da kam kein Kommentar und ich denke mal dann eher nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich ausdrücklich in den Kommentaren gestanden, deswegen werde ich es offscreen nachreichen. Okay, ich weiß schon. Tolle Idee. Und hey, war das da vorne nicht? Ja, das war ein normaler Koopa. Keine Dry Bones. Keine Trocken-Koopa. So, wie heißen die? Knochentrocken, genau. Auf dieser Wand zum Befestigen. Nach oben? Kann ich nochmal nach oben? Ich traue mich fast nicht, nein. Sieht man eh, Rad oben, Rad unten. Oh, ich habe mich schon geschreckt. Ich dachte, ich habe was verloren. Und hier ist zu Ende. Shit, jetzt schon die Halbzeit und keine Starcoin. Oh Mann. Ah, jetzt sehe ich nicht mal, welches war. Oh, schade. Das war natürlich viel zu hastig. Aber ist komplett egal, denn wir haben... Ey! Was ist da oben? Doch wohl nicht bloß eine Münze, oder? Es ist bloß eine Münze da oben? Okay, hier ist ein One-Up. Deswegen... Okay, da oben ist dann nichts mehr. Jetzt warten. Jawohl. Oh, so ein Fieser. Okay, ist die zweite. Heißt, ich muss die erste übersehen haben. Ja, ich kann hier nicht zurück. Shit. Das ist natürlich blöd. Ah, ich hab's kommen gesehen. Jawohl. Naja, lassen wir die Münzen einfach mal liegen. Da hätte ich sowieso nie alle bekommen. Okay, da oben ist nix. Da oben ist auch nix, aber besser so als komplett tot. Soll ich so diese dritte Starcoin bekommen? Alles klar. Jawohl. Wir kommen zum letzten. Nein, letzten Miniboss nicht. Denn in der Flower-Welt haben wir auch noch einen. Aber zum vermeintlich vorletzten Miniboss. Okay. Ha, tolles Rohr mit dem Pfeil nach oben. Und tschüss. Da wird nochmal ordentlich weggefegt. Und wir begegnen dem Ludwig. Sehr stylisch, der Typ. Okay, der kann fliegen. Wow. Yeah, da hat schon mehr drauf. Mit dem Seil. Ah, alles klar. So muss ich es angehen. Ich wollte ihm auf den Kopf hüpfen. Also, dieses Rohr schnell und... Bam! Da haben wir ihn erwischt. Ah, okay. So können wir ihn nur runterholen. Oh, yeah.
Okay, das ist nicht gut. Mach keinen Scheiß jetzt, Mario. Konzentrieren. Ah, falsch. Leider. Oh, jetzt fängt er zum Schwingen an fürs Dritte. Das ist mal eine gute Idee. Und wir nehmen das Letzte. Und... Nein, geht sich nicht aus. Ah, das wird sich auch nicht ausgehen. Vielleicht beim Zurückkommen. Nein! Gerade nicht. Jetzt, beim Zurückkommen. Komm schon. Jawohl! Treffer versenkt. Und das war's. Ein toller Endboss. Jawohl, der gefällt mir. Genau sowas habe ich mir gewünscht. Ludwig, mein Lieblingsendboss von den Kleinen hier. Traumhaft. Und Peach. Sie verschwindet. Aber wer hat sie mitgenommen? Keiner? Es geht auf in die Lava-Welt, vermutlich, damit wir nicht sehen, wer sie gefangen hat. Und hier ist das große Bowser Castle. Das absolute Finale. Das Sternpaket ist jetzt im Münzrausch verfügbar. Das ist die letzte Welt. Und bevor wir die aber angehen, werden wir auf jeden Fall die Blumenwelt vorher noch spielen. Man merkt schon an der Musik, da geht was ab. Oh, toll. Tolle Hintergrundmusik. Okay, was haben wir hier noch zu erwarten? Was dürfen wir hier zu Gesicht bekommen? Ich bin gespannt. Ist es vom Schwierigkeitsgrad her anders als Welt 5 zum Beispiel? Wie wird es sein? Haha, aus den Mini-Rohren kommt da was raus. Und Sternmünze Nummer 1 schaut geschenkt aus. Muss man aber aufpassen. Ja, die schaut wirklich nur geschenkt aus. Oh Mann, ich habe gedacht, wenn ich mich ducke, werde ich mitgenommen. Dem war nicht so. Wahrscheinlich hätte mich eh der Koopa getroffen. Nicht mitgedacht, nur münzgierig gewesen. Und das habe ich jetzt davon. Wir sind gestorben. Gut, aber lange haben wir noch nicht gespielt. Ich muss von hinten mitfahren, und zwar mit dieser Plattform hier. Oh. Haha, man muss sich mitbewegen. Dem habe ich gar nicht gerechnet. Es ist halt immer ungut bei so vielen Rohren. Ja, genau. Hier geht's rein. Seht ihr das linke? Das kleine? Naja, da geht's sicher nicht rein. Wow, wow, wow. Aufpassen. Ja, Münzen brauche ich an sich nicht. Okay. Ist aber anscheinend nur für Münzen. Oh nein, Secret Exit ist hier keiner, oder? Oder habe ich wieder eine Pflanze vergessen? Das war ja schon mal der Fall. Naja, ich vertraue halt einfach mal drauf, dass sie hier nichts versteckt haben. Okay, hier muss ich nur nach oben. Hier ist eine Sternmünze, aber lassen wir uns nicht irren, nein. Hier ist sonst nichts. Gut. Dann dürfen wir hier ganz nach unten... Nein, die zweite schon wieder vergessen. Verdammt. Die könnte vielleicht echt da oben gewesen sein. Mit dem P-Switch. Mir würde nichts anderes einfallen. Und hier ist auch schon das Ziel. Levelende! Schade! Und ich werde jetzt offscreen kurz mal Starcoins suchen gehen. Also einerseits diese Sternmünze, andererseits die andere Starcoin. Also, wir sehen uns im nächsten Partie wieder bei New Super Mario Bros. 2. Schönen Tag noch. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.